Jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig. Einige sind jedoch einzigartiger als andere. Es gibt verschiedenste Aufzeichnungen über die erstaunlichsten Dinge, die Menschen in der Vergangenheit vollbracht haben. Heute werden wir daher über 10 Kinder sprechen, die einzigartig geboren wurden. Bevor wir beginnen, vergiss nicht, den Like-Button blau werden zu lassen und abonniere auch unseren Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Also, let's go! Nummer 10, Giuliano Stroh. Es gibt so viele Bodybuilder in verschiedenen Teilen der Welt und wir alle sind uns der Tatsache bewusst, dass Bodybuilding eine gute Möglichkeit ist, die körperliche Fitness zu erhalten und gleichzeitig gesund zu bleiben. Interessanterweise stellen sich die meisten Leute, wenn sie Athlet oder Bodybuilder hören, einen jungen Erwachsenen vor. In diesem Fall jedoch begann Giuliano Stroh, der jetzt 15 Jahre alt ist, im jungen Alter von 2 Jahren mit Leichtathletik und Bodybuilding. Mit 2 Jahren macht man normalerweise so einiges, aber Leichtathletik und Bodybuilding gehören definitiv nicht dazu. Die Geschichte über diesen Rumänen klingt wie etwas aus einer spartanischen Erzählung. Giuliano begann mit 2 Jahren mit intensivem Training. Seine Kraft war ungewöhnlich für ein Kind in seinem Alter und das brachte ihm einen Platz als Rekordhalter bei Guinness Weltrekorden ein, sowie verschiedene Auszeichnungen und Auftritte in verschiedenen Shows. Sein Körper wurde schon in jungen Jahren extrem muskulös und das machte viele Jungs neidisch, während einige motiviert wurden, das Fitnessstudio häufiger zu besuchen. Nummer 9, Bayezid Hossein. Hast du den Film Der seltsame Fall des Benjamin Button gesehen? Es ist ein Film, der nach einer Geschichte von F. Scott Fitzgerald gedreht wurde. Nun, einen ähnlichen Fall wie Benjamin Button gibt es auch in echt. Viele Menschen wissen nicht, dass es eine seltene Krankheit namens Progerie gibt, die Menschen schneller altern lässt als normal. Stell dir vor, du wärst gerade einmal 6 Jahre alt und hättest den Körper einer 60 Jahre alten Person. Das ist der Fall von Bayezid Hossein, der 2012 geboren wurde und mit 7 Jahren bereits wie ein 70-jähriger Mann aussieht. Die Erkrankung ist durch schlaffe Haut, schmerzende Gelenke und Schwäche gekennzeichnet, genau wie bei alten Menschen, und das hat es für ihn sehr schwierig gemacht, sich sowohl zu Hause als auch in der Schule auf Aktivitäten einzulassen, die körperliche Kraft erfordern. Interessanterweise ist seine Intelligenz vor allem bei Kindern in seinem Alter überdurchschnittlich hoch und das ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es eine erhöhte Hirnaktivität gibt. Seine Intelligenz hat die Herzen vieler gewonnen, auch die seiner Lehrer, und Bayezid beabsichtigt, das Leben wie ein Kind zu genießen und zu erleben. Traurigerweise haben ihm Ärzte jedoch prophezeit, dass er seine Teenagerjahre vielleicht nicht überleben wird, weil ein erhöhtes Risiko besteht, an einem Herzinfarkt zu sterben. Nummer 8, Farouk James Miller. Ein Kind kann verschiedene Eigenschaften haben, die es einzigartig und ungewöhnlich machen. Das könnten körperliche Eigenschaften, seine Talente oder ungewöhnliche Leistungen sein, die es erreichen kann. Hier ist ein 6 Jahre alter Junge mit dem Haartyp, den sich so viele Frauen wünschen würden. Seine Afro-Locken sind etwa 1 Meter hoch und seine Mutter verbringt etwa 3 Stunden pro Tag damit, sie zu stylen. Mit so vielen Haaren auf dem Kopf und einem entsprechend niedlichen Gesicht haben sich dem 6-Jährigen viele Möglichkeiten zum Modeln geboten. Und tatsächlich wurde er schnell in der Modewelt populär, mit vielen Followern und sogar Product Placements auf Instagram. Nach einer Weile fragte seine Mutter, die gleichzeitig seine Kontoführerin bei Instagram ist, seine Fans, ob sie mit den Afro-Locken weitermachen oder zu etwas Neuem wechseln sollten. Viele der Fans wollten etwas Neues, also verwandelte sie Farouks Afro zu einem langen Zopf. Nummer 7, Ava Clark. Oft glauben wir, die Natur zu verstehen und glauben daher, dass die Natur immer bestimmten Prinzipien und Regeln folgt, aber immer und immer wieder hat die Natur uns auf so viele verschiedene Arten widerlegt und überrascht. Hier haben wir ein hübsches Mädchen mit weißer Haut, rosa Lippen, blaugrünen Augen und weißen Haaren. Du fragst dich wahrscheinlich, was diese Information damit zu tun hat, dass sie einzigartig und ungewöhnlich ist. Vielleicht interessiert es dich dann, dass ihre Eltern einen viel dunkleren Teint, schwarze Haare und braune Augen haben. Interessanterweise hat ihre Einzigartigkeit die Aufmerksamkeit vieler Menschen erregt und wie erwartet wurden der schönen Ava verschiedene Model- und Werbemöglichkeiten angeboten. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung, aber eine, die wirklich bewundernswert ist. Nummer 6, Shin Hum-jung. Erinnerst du dich an die beliebte Zeichentrickfigur Peter Pan? Es gab verschiedene Besonderheiten an Peter Pan, eine davon war die Tatsache, dass er nie gealtert ist. Das hier ist Shin Hum-jung, der 1989 geboren wurde und jetzt etwa 30 Jahre alt sein sollte. So alt wie er ist, ist er noch nicht in die Pubertät gekommen und besitzt immer noch die Eigenschaften und Merkmale eines jungen Teenagers. Sein Gesicht ist pausbäckig und sieht aus wie das eines Kindes. Seine Stimme ist immer noch hochgestimmt.
Offenbar hat Shin bis zu seinem Teenageralter ein normales Leben geführt und dann hat sein Alterungsprozess aufgehört oder sich deutlich verlangsamt. Obwohl er mit 30 Jahren ein junger Erwachsener ist, sieht er immer noch aus wie ein Kind und hat kindliche Züge. Und das hat es notwendig gemacht, einen Altersnachweis zu erbringen, wann immer er sich auf Aktivitäten einlassen muss, die andere 30-Jährige ohne weiteres tun würden. Doch obwohl er das Highlander-Syndrom hat, sagen die Ärzte, dass er für jemanden in seinem Alter kerngesund ist und das bedeutet zum Glück auch, dass es nichts gibt, was Shin daran hindert, das Leben zu genießen, außer vielleicht, wenn es um Dating geht. Nummer 5. Jare Ijalana. Geboren in Nigeria zusammen mit zwei anderen schönen Schwestern, eroberte Jare das Auge und die Herzen der Welt, als ein nigerianischer Fotograf einige Aufnahmen von ihr machte und sie auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Die Bilder wurden viral und in kürzester Zeit wurde Jare zu einer Internetsensation und wurde als das schönste Kind der Welt bezeichnet. Abgesehen von den feinen Haaren, den intensiven Augen und dem guten Aussehen hat die 5-Jährige eine Art, gleichzeitig wie eine Erwachsene und wie ein Kind auszusehen, was zufällig genau das war, was der Fotograf porträtieren wollte. Nummer 4. Tessa Evans. Die in Margera geborene Tessa wurde mit einer äußerst seltenen Erkrankung der sogenannten angeborenen Arrhenia geboren, sodass sie keine Nasennebenhöhlen und keinen Geruchssinn hat. Sie hat ein Implantat dort bekommen, wo ihre Nase sein sollte. Statt einer flachen Gesichtsmitte hat das Implantat den Bereich mit einer Erhöhung oder einem Nasenhöcker versehen, damit es so aussieht, als gäbe es eine Nase. Die Ärzte beabsichtigen, den chirurgischen Eingriff alle 2 Jahre wiederholen zu lassen, bis sie sicher sind, dass ihr Gesicht aufgehört hat, sich zu entwickeln und zu wachsen. Tessa atmet daher durch den Mund und ist ein sehr aktives Kind, das sein Leben wie jedes andere Kind seines Alters lebt. Es besteht jedoch eine erhöhte Besorgnis über die Auswirkungen des fehlenden Geruchssinns, da er die natürlichen Instinkte, die mit diesem Sinn einhergehen, behindern könnte. Ungeachtet dessen, was geschieht oder was die Sorgen ihrer Eltern sind, wird Tessie nicht gestört, sondern lebt so glücklich, wie sie kann. Nummer 3. Buda Toki Kinder. Oft sehen wir uns Filme an und fragen uns, ob einige der Dinge, die wir sehen, echt sind. Zum Beispiel gibt es die Tendenz zu hinterfragen, ob Werwölfe echt sind. Egal ob sie echt sind oder nicht, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es eine Krankheit namens kongenitale Hypertrichosis lanuginosa gibt. Diese wird interessanterweise auch als Werwolf-Syndrom bezeichnet. Irgendwo in den Bergen Nepals lebt eine Familie namens Buda Toki, die an dieser Krankheit leidet. Sie sind jedoch keine Werwölfe. Die Krankheit lässt den Betroffenen nur übermäßige Haare am ganzen Körper wachsen und diese Haare wachsen auch im Gesicht. Nummer 2. Alexandra Siang. Die 14-jährige Alexandra Siang litt schon früh an einer Erkrankung, die sich auf ihre Hormone auswirkte und deshalb sieht sie selbst mit 14 Jahren aus, als sei sie 9 Jahre alt oder sogar jünger. Die Menschen hatten Schwierigkeiten, ihr Alter zu bestimmen, denn obwohl sie wie ein Kind aussieht und klein ist, sieht ihr Körper wie der eines Teenagers aus und das hat sie in der Vergangenheit zu einem Objekt des Spottes gemacht. Glücklicherweise hat sie inzwischen Freunde gefunden, die sie wirklich unterstützen und ihr geholfen haben zu erkennen, dass sie mehr aus ihrem Leben machen kann. Im Moment ist Alexandra eine Internetsensation und sie hat in den sozialen Medien eine große Fangemeinde gefunden und hofft, dass es noch mehr derartige Gelegenheiten für sie geben wird. Nummer 1. Charlotte Gardzeit. Es gibt große Kinder und es gibt kleine Kinder, aber hast du schon vom kleinsten Kind der Welt gehört? Charlotte ist das kleinste Kind der Welt und bei der Geburt wog sie 500 Gramm bei einer Körpergröße von 25 cm. Sie litt an einer seltenen Krankheit, von der die Ärzte damals noch nichts wussten, die aber als seltene Form von Zwergwuchs bezeichnet wurde. Aufgrund ihrer geringen Größe glaubt man, dass sie nach ihrem ersten Lebensjahr nicht mehr lange leben würde. Sie hat jedoch gegen diese Vorstellung gekämpft und ist im Moment 11 Jahre alt. Sie ist klein, aber es steckt so viel Leben in ihr, dass es schwierig ist, sich nicht von ihrem Charme und ihrem großen Herz begeistern zu lassen. Ihre Eltern unterstützen sie nach wie vor, auch wenn sie sich Sorgen machen, was die Zukunft für sie bereithält. Charlotte ist dennoch ihr Sonnenschein. We've been told that Charlotte looks like a porcelain doll. She looks just like a baby in a pram. Riles me something chronic because she's not a baby. She's 5 years old. Charlotte was born with a rare genetic condition called primordial dwarfism. When Charlotte was first born, she was extremely fragile. Danke fürs Zuschauen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere Alphaloop für geilen Content jede Woche. Jetzt im Ernst, klick auf Abonnieren. Ansonsten mach's gut und bis demnächst.